Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Babas You. Nach einer sehr langen Pause von ganzen 4 Tagen schmeiße ich das Spiel jetzt doch nochmal an. Und ich, okay, mal gucken, wie wir vorankommen. Telefon! Telefon. Mein Telefon. Kennt ihr das Lied, Leute, von Lady Gaga? Wenn nicht, dann hört's euch an. Das ist cool mit Beyoncé, Leute. Okay, wir sind zweimal Baba. Oh Gott, wie geht das alles nochmal? Baba is you. Eis ist noch gar nichts, aber könnte Tele werden. Wir haben auch ein Eis. Nämlich bei dem unteren Baba. Das ist höchst interessant. Fleck ist wahrscheinlich Win. Fleck ist gar nichts. Doch, hä? Also die Fleck leuchtet. Ach da, Fleck ist Win. Bei dem unteren Baba. Was haben wir noch? Tree ist Stop. Ja, das ist richtig. Text ist Flow. Das ist höchst interessant. Denn wenn Text Float ist, können wir dann... Okay, also obwohl Text Float ist, kann man nicht den Text durch die Wall schieben, die nämlich Stop ist. Wahrscheinlich. Warte, wo ist Wall? Wall ist Stop, ja, Wall ist Stop. Okay, das ist interessant zu wissen. Key ist open, der ist da unten. Können wir hier irgendwie durch? Nö. Du hast Shut and Stop. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Schlüssel rein. Und Key ist Push. Gut, dann machen wir erstmal Eis ist Tele, dann kann der schon mal hier rüber. Und jetzt haben wir einen Schlüssel. So, mit dem Tree können wir gar nichts machen. Oh, das ist... Erstmal wieder reinkommen, Leute. Wir können sagen, Key ist Key. Wir können sagen, gar nichts. Da unten links können wir nichts verändern. Wir können aber auch nicht... Obwohl, warte, wir können sagen, Black is Key. Das wird gehen. Also ich meine, wir können ja sagen, dass wir das Eis sind. Eis ist you, können wir sagen. Und Baba ist Tele. Das ist bestimmt eine gute Sache. Nee, können wir nicht, weil wir das nicht nach unten bekommen. Aber wenn wir das nach unten bekommen könnten, dann ginge das. Okay. Also Eis ist Tele müssen wir auf jeden Fall machen. Und jetzt können wir halt, wenn wir witzig sind, dann können wir das Key da rein teleporten. Wieso geht das denn jetzt nicht? Ich dachte, Eis ist Tele. Ah, Eis ist Tele, aber... Weil der Text am Rumfloaten ist, wird doch nicht teleportiert. Das macht Sinn. So, wir können sagen... Was können wir denn überhaupt sagen? Baba ist Tele. Was passiert denn dann? Was passiert, wenn Baba Tele ist, Leute? Baba ist Tele. Gar nichts. Komm her, Baba. Lass uns unendlich teleporten. Ja, aber es geht nicht. Baba ist Tele. Das heißt, wir müssen auf den Baba rauftreten und dann würden wir teleporten, ja? Hä? Okay, ich habe bisher noch so gar keinen Plan. Eis ist Tele. Mehr können wir doch noch gar nicht machen. Mit dem Schlüssel kommen wir da nicht rein. Wir müssen irgendwie die Tweets verändern, aber das geht auch nicht. Der Text ist am Rumfloating. Damit hat das bestimmt was zu tun. Oder ist dieses Texas Floating wirklich nur dafür da, um uns zu trollen? Dass wir das halt nicht da rein teleporten können. Weil sonst hätte man einfach sagen können, Fleck ist Key, was auch nichts bringt, aber hätte man wenigstens sagen können. Dann wäre alles cool. Wir kriegen den Text auch nicht durch die Bäume und auch nicht durch die Wand. Und auch nicht durch die Tür, weil die Tür auch Stop ist. Ist am Rumfloating. Und was ist, wenn das nicht fliegt? Dann kriegt man das aber trotzdem nicht dadurch, oder? Nee. Tja, also... Da ich so gar keine Ahnung habe, was ich hier machen kann. Ich kann nur Keys Push sagen. Oder halt mit uns irgendwas. Das Eis können wir werden. Das haben wir noch nicht ausprobiert, oder? Das Eis zu werden? Ja, Eis is you. Geil. Ich bin zweimal das Eis. Jetzt können wir sagen, Baba ist Tele. Nee, können wir nicht. Aber können wir schon. Warte. Vielleicht ist es ja so einfach vielleicht wieder. So, hier, Baba. Baba ist Tele, wird das dann. Und Eis. Nee, Baba. Baba ist Tele? Ja, Baba ist Tele, Eis ist you. Jetzt ist die Frage, müssen wir da erst raus mit dem einen Baba und dann zum Eis werden? Nee, ich glaube fast nicht. Okay, also jetzt können wir alles machen. Wir können uns jetzt hier rein teleporten. Jetzt haben wir hier drinnen ein Eis. Und Eis ist noch gar nichts irgendwie. Schön. Wir sind Eis. Was bringt es uns, Eis zu sein, ist die Frage. Wir können uns wieder zu Baba rein teleporten. Und das immer wieder. Wir könnten die beiden Eisdinger auf ein... Warte mal. Wir können halt wirklich beide Eisteile zu einem Ding hier packen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also hier in das untere Quadrant, das unten rechte Quadrant, da könnten wir die beiden Eisteile reintun. Ob uns das was bringt, ist die andere Frage. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Nee, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Das eine Wobbelding muss immer da drinnen bleiben. Also ein Eisteil kann immer hier oben hin. Und eins ist unten irgendwie. Also entweder in dem... Da eingesperrt, wo das eine unten links jetzt ist, oder halt da, wo der Baba jetzt ist. Aber was anderes können wir nicht machen.
Der Text geht auch nicht durch Bäume durch. Wir haben kein And und wir haben nur ein You. Was bringt mir das, Eis zu sein? Nö, keine Ahnung. Wir gehen zur Map zurück. Das ist mir zu blöd, Leute. Wir machen das Level 5. Ja, ja. Wir schauen da irgendwann nochmal rein. Hard! Hier gibt's bestimmt Geister. I knew it! Okay. Großes Tele, Baba is you. Die bewegen sich zum Glück nicht. Leaf is defeat. Huch, dieses Leaf-Ding hier, oder was? Ah, das ist ein Leaf. Und das andere ist nämlich Foliage, Leute. Das hier ist Foliage. Das ist nicht nur einfach Blätter. Das hier ist ein Blatt, aber das hier sind Foliage. Ach ja. Na gut, wir haben hier noch einen Push. Der Typ hier ist Tele. Ich denke einfach mal, man kann den Ghost da durchpushen. Wenn man Bock drauf hat. Wir müssen auf jeden Fall hinbekommen, dass Love Win ist. Ja, der kann da einfach durch. Jetzt brauchen wir aber noch das Tele mal ganz kurz. Denn mit dem Tele werden wir den einen Geister durchpushen. Das Tele muss zwischen die Geister so. Und dann kann nämlich das Tele... Ach shit. Den Geister durchpushen. Jetzt muss aber Geist wieder Tele werden. Können wir nicht das Leaf is Defeat einfach wegmachen? Leaf is You? Leaf is Push? Leaf is irgendwas? Leaf is Push? Geht das? Ghost is You? Warte, wenn wir jetzt der Ghost werden... Jetzt sind wir der Geist. Sogar beide Geister. Schön. Hier ist Love. Ah, das müssen wir am Ende machen. Ah, wir müssen uns gar nicht rüber teleporten, sondern wir müssen tatsächlich einfach nur hier rüber... Als Geist. Und dann können wir das ja als Geist benutzen. Oder wie? Wo kriegen wir denn jetzt ein Is her für dieses Love is Win? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir können zum einen dieses Is hier benutzen. Aber das kriegen wir da nicht raus. Also können wir es doch nicht benutzen. Heißt, das muss auf jeden Fall dieses Is hier sein. Aber wie soll man das denn hinbekommen? Also ich meine, wir können sagen, Ghost ist... Wir müssen das Is und das You gleichzeitig immer runterbuddeln. Heißt, wir machen... Nochmal weg. Ja, wir sagen, die Ghoster sind pushable. Jetzt müssen die einmal nebeneinander stehen. So, kackegal. Und dann sagen wir, Ghost is You. Jetzt haben wir zwei Geister. Und jetzt können wir das gleichzeitig hier runterpushen. Jetzt sind wir wieder Baba. Jetzt sind wir wieder Ghost, jetzt sind wir Baba, Ghost, Baba, Ghost, Baba. So, dann schieben wir das alles darüber. Aber das Ist bekommen wir da trotzdem nicht rein, sehe ich gerade. Wir müssen es hinbekommen, dass das so schief ist. Ghost is You, müssen wir irgendwie hinbekommen. Dieses You müsste jetzt hier unten hin, dann wäre das perfekt. Aber wie soll man das denn hinbekommen? Kriegt man das hin, wenn man zwei Geister hat? Baba ist... Wenn der jetzt nach unten läuft und der andere das sofort nach links schiebt, wenn man die irgendwie anders hinlegt, müsste gehen, oder? Kann man das Push noch ran? Ja, kommen wir. So, da sagen wir erstmal wieder Ghost is Push. Dann können wir die Geister bewegen, zumindest den einen. Der eine Geist muss dann dastehen. Der schiebt das dann runter. Ah nee, aber dann läuft der andere ja auch nach unten. Dann steht er hier. Och Mann, wie kriege ich denn das Is hier rein? Das hat locker irgendwas damit zu tun, dass ich die doppelt hier runterschieben kann, oder? Baba ist Push, könnten wir machen. Können wir Baba irgendwo hinschieben? So, Baba, komm mal mit. Und Baba schieben wir wohin? Und was bringt uns das? Dass wir Baba pushen können. Ich raff nicht, wie wir das Is da hinschieben sollen. Das geht doch gar nicht. Wir haben ja nur ein Is, aber dafür müsste das You halt nach unten gehen, damit überhaupt... Aber selbst dann bringt uns das nichts. Warte. Ich habe gerade eine Idee. Können wir nicht einfach sagen, Leaf ist Push? Und wenn Leaf Push ist, dann kommen wir an das Is ran von dem Leaf is Defeat und dann können wir bestimmt tolle Sachen machen. Okay, also schon so wie eben, nur andersrum. Warte, also wir schieben die nebeneinander. So, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ganz okay. Dann sagen wir, wir sind der Geist. Die Geister, sorry. Wir sind ja zwei. So, dann muss das Leaf is Push sein. Das heißt, wir müssen erstmal an das Baba da wieder rankommen. So, jetzt haben wir das Baba. So, Baba. Dahin, danke. Und dann können wir sagen, Push. Bringt auch nichts, ne? Warte mal. Hä? Was habe ich denn hier gerade vor?
Baba is you? Ghost is you. Baba is you? Jetzt sind wir Baba. Jetzt pushen wir das Ei nach rechts. Während aber nicht die Geister pushable sind, sondern das Leaf soll dann pushable sein. So. Ei nach rechts. Leaf ist push. Leaf ist nur dieses eine Ding hier, ne? Okay, jetzt kommen wir hier schon mal raus. Okay, das hier ist nicht Leaf. Stimmt, das ist Foliage. Also haben wir dieses Leaf-Ding schon mal weg. Das bringt uns doch bestimmt schon mal irgendetwas. Ich hätte aber eher gedacht, dass ich diese Blätter hier wegbekomme. Das hat mir mehr gebracht. Dann käme ich nämlich irgendwie, glaube ich, daran. Aber jetzt nicht mehr. Okay, das Leaf ist weg. Was können wir sonst noch sagen? Leaf ist Ghost, können wir sagen. Dann hätten wir noch einen Geist mehr. Auch nicht so schlecht. Jetzt, die Geister können wir pushen. Und die können dann drei Sachen gleichzeitig pushen. Jetzt haben wir ihn da natürlich an der Seite. Das war vielleicht nicht so schlau. Warte mal. Jetzt ändern wir nochmal. Eventuell brauchen wir das Leaf noch. Hui! So. Leaf ist Ghost. Jetzt haben wir drei Geister. Die können wir nebeneinander hinstellen. Wir kriegen das Baba is you aber auch nicht mehr runter, ist die Sache. Also wir können noch Geist... Die Geister können wir werden, ja. Indem wir das da hochschieben. Sind wir drei Geister. Was genau das bringen soll? Gar keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Was ist denn, wenn... Wenn die Geister push wären, was jetzt nicht mehr geht, dann pusht man so einen Geist in so ein Ist-Ding hier rein. Beziehungsweise das Ist packt man auf einen Geist, weil jetzt kann man auf die Geister rauf. Ja, irgendwie so. Warte mal, das Leaf ist, muss auf einen Geist rauf, glaube ich. Das heißt, wir brauchen einen Geist. Ein Geist muss hier stehen. Warte, wenn ich das zwei nach rechts mache. Ja, also ein Geist muss hier stehen, wo jetzt Baba steht. Dann machen wir den Geist zu einem Teleporter. Während ein anderer Geist hier unten steht, dann ist Love Win. Und dann müssen wir hier nur noch rausgehen. Und deswegen muss, oh, dieses Leaf auch noch ein Geist werden oder aber pushable sein. So, und jetzt wissen wir die Lösung. Müssen da noch irgendwie hinkommen. Okay, Ghost ist Tele. So muss das am Ende auf jeden Fall aussehen. Okay, also wir sagen erstmal Ghost ist Push. Wir machen erstmal das, was ich eben gesagt habe. Ghost ist Push. Ein Geist platzieren wir genau da. Lalalala. So, jetzt können wir das... Ist def... Nein! Achso, weil er Push ist. Ja, dann packen wir halt den anderen Geist dahin. Und dann nehmen wir das... Push und Tele weg, schieben das Is über ihn, packen das Tele wieder da rein und das Tele wieder weg. Jetzt können wir auch durch den Leaf durchgehen, weil er nicht mehr defeat ist und das ist es. Oh, danke. Nice. Ihr lieben, lieben Geister. Ich habe wieder viel zu kompliziert gedacht. Nice, Alter, nice. Wenigstens ein Level geschafft. Crate Square probieren wir auch nochmal aus. Gar nicht so einfach. Wird schon schwerer hier. Oh, ist das ein riesiges Level. Holy shit. Okay, Baba's You, Hatch is Stop. Water ist noch gar nichts. Wird aber hot, während Brick dann ein Defeat ist. Was ist denn ein Brick? Achso, das um der Flagge drum ist, gell? Black wird dann zum Win and Pull, Leute. Black ist Win and Pull. Wir können aber auch das And woanders hinschieben. Was ist denn eigentlich mit der Box? Die Box ist auch Pull. Okay. Und Black ist aber auch Meld. Ist in der Box irgendwas drin? Nee. Können wir in der Box irgendwas reintun? Auch nicht. Also wir können die Truhe hier so rüberschieben. Und die ist immer nur Pull. Kann man denn da rüberlaufen? Nee, man kann sie auch nicht wegschieben. Das hätte ich irgendwie gedacht, dass wir über die Kisten zur Flagge gehen. Geht aber anscheinend nicht. Oh, die Flagge ist auch Pull. Das ist interessant. Okay, ja, wir probieren es einfach mal aus. Achso, die geht sofort kaputt, weil unter ihr ist Wasser. Und Wasser ist Wasser. Wasser ist hot. Während Fleck meldet es. Ja, okay. Und wenn wir die aber da rausholen, dann geht das nicht, weil gerade Brick noch hot ist. Ist interessant. So. Jetzt ist sie nicht mehr Pull, sondern... Wieso sterben wir? Weil sie meldet es. Aha. Aber wir sind doch gar nicht hot. Wieso sterben wir denn trotzdem? Wegen dem Wasser? Nee, Wasser ist auch nichts. Die Dinger können wir mit uns herziehen. Können wir das irgendwie da rausziehen? Was ist denn, wenn wir...
Vielleicht können wir die Flagge mit Hilfe von den Dingern irgendwie ziehen? Ja, guck mal, die werden tatsächlich mitgezogen. Man zieht alles mit. Okay, höchst interessant, höchst interessant. Okay, merken wir uns. Man kann die Flagge ziehen, während ein... Also man zieht zwei Dinge auf einmal. Also das geht hier, guck, so, oder ziehen wir beide. Okay, damit hat das bestimmt irgendwas zu tun. Aber was? Das ist die Kunst, das herauszufinden. So, da geht sie sofort kaputt. Da geht sie nicht sofort kaputt, aber wir können sie nicht mehr pullen. Können wir sie noch pullen? Nee, auch so dann nicht mehr. Auch nicht mit der Box. Ja. Gute Frage. Durch die Hecke kommen wir nicht durch. Wir können eigentlich gar nichts mit den ganzen Schriftdingern hier machen. Wir können tatsächlich nur das da reinschieben, dann ist aber kaputt. Wir können das da hinschieben, dann ist die Flagge einfach nicht mehr pull. Aber sie ist trotzdem noch hot. Achso, sie ist dann nicht mehr pull. Ja, aber das bringt ja nichts. Wir müssen irgendwas mit diesen Kisten machen, nur was? Also wir können die Kiste da die Flagge da rausziehen, dann stirbt sie aber, weil Brick hot ist. Die stirbt aber auch, wenn Water hot ist. Deswegen ist das hier gerade egal. Wenn wir das Hot ein weiterschieben, ist halt trotzdem alles kacke. Kann man die Kisten irgendwie da rüberziehen? Ich kann halt leider auch nicht auf die Flagge rauf, ist die Sache. Hier, wir beschützen die Flagge. Hä? Achso, ich kann die Flagge mitziehen, aber die geht kaputt, weil da ein Brick ist. Okay, und wenn ich sage... Ich krieg ja nicht mehr die Dinger hier hin, so wie ich sie haben will. Oh Gott, so. Wenn ich jetzt... Hey, ich will den da haben, damit sie ihn beschützen, aber es geht ja alles nicht. Okay, gar kein Plan. Was weiß ich denn? Was ist das denn für ein Kack? Okay, Ghost Fred. Ja, die Geister waren bisher immer nett zu uns. Baba is you, Ghost is pull. Ghost is move, können wir auch sagen. Die Flagge sind wir auch. Das heißt, wenn wir zu weit nach rechts gehen, dann geht die Flagge einfach kaputt. Flagge ist noch kein Win, aber. Sondern Skull is defeat. Da hinten haben wir das Win, auf der rechten Seite. Das heißt, wir dürfen uns nicht zu weit nach rechts bewegen, weil sonst die Flagge kaputt geht. Okay. Hatch and Door ist stop. Skull is defeat. Joa. Flag is you. Flag is you. Okay, wir können sagen, Ghost is move. Dann ist er kein Pull mehr und der Geist stirbt. Warum stirbt denn der Geist? Huch. Was ist denn Ghost? Ghost is ghost and weak. Oh, okay. Der Ghost ist also ein Ghost. Wir können also kein Ghost werden. Wir. Huch. Und der Ghost ist Pull. Ja, schön. Schön. Gut, dann kann der Ghost quasi dieses ganze Ghost is Pull kann er nach rechts schieben. Ghost ist aber nicht Push, das heißt, wir müssen ihn hier nach unten ziehen. So. Und dann, wenn wir jetzt sagen, Ghost is Move, dann läuft er. Und läuft da, und läuft da, und läuft da, und läuft da. Und nimmt das nicht mit? Warum das denn nicht? Weil er sofort nach rechts läuft, oder wie? Okay, wir sagen... Also Ghost ist auf jeden Fall Pull, so. Aber der muss das dann hier wieder mitnehmen. Ghost ist Move. Okay. Und... Baba's Pull bringt nichts, oder? Baba's Pull bringt gar nichts. Wir können sagen, Baba ist Move. Und dann können wir uns immer zwei Schritte nach rechts bewegen. Ja. Hm. Und dann geht die Flagge kaputt. Aber vielleicht ist das egal, dass die Flagge kaputt geht, weil
dir einfach nur sagen müssen, dass der Geist Win ist. Leute. Wir können aber sagen, Ghost ist Win. Aber das bringt auch nichts, weil er leider auch weak ist. Du blöder Geist, warum bist du denn weak? Was soll das, hä? 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 Du kleiner Geist. Aber, Leute, aber, was ihr noch nicht bedacht habt, ist, dass der Ghost ja auch Pull ist. Das heißt, wir können ihn hier mitnehmen. Und können dann sagen... Dann haben wir schon mal das Win. Also, Flag ist ja sowieso niemals Win, deswegen ist das voll egal, ob die Flagge da oben stirbt. Wir kriegen das ja nicht mal hin, dass die Flagge zum Win wird. Blah. Wir können sagen, Baba ist Win. Oh, ich bin so behindert. Baba is you, Baba is win. Das hatten wir doch schon ein paar Mal. Dieser Ghost war voll unnötig. Was ist denn das für ein Level? Alles sollte einen verarschen. Der Geist sollte einen verarschen. Diese Flagge sollte einen verarschen. Das war ein totales Troll-Level. Also entweder war das nicht so einfach geplant. Oh nein, jetzt muss ich zwei Level machen, die ich nicht raffe, oder was? Um weiter zu dürfen. Das ist natürlich assig. Aber ja, gut, wir haben auf jeden Fall zwei Level geschafft. Da bin ich doch schon mal froh drüber. Dann beim nächsten Mal diese komischen Level, die ich bisher noch nicht gerafft habe. Bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch der Fall gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.